Die Begeisterung kennt offensichtlich keine Grenzen. So zumindest sieht es aus, wenn man auf den Chart guckt. Und die Frage stellt sich, warum überhaupt? Ach ja, die Notenbanken. Zumindest hört man das immer wieder. Die Notenbanken, die sind doch dafür da, damit wir eben nicht pleite gehen, damit uns nicht das Geld ausgeht. Dann drucken wir halt welches. Ein bisschen klingt das nach Monopoly. Oh, mir geht das Geld aus. Warte, ich mal mir nochmal was. Ob das wirklich so im Sinne des Erfinders ist, das werden wir tatsächlich sehen. Solange das von allen Spieleteilnehmern akzeptiert wird, ist natürlich nichts zu erwarten, zumindest nichts Böses. Aber wenn das irgendwann mal irgendjemanden negativ aufstößt und die Chancen sind halt durchaus größer als in den anderen Finanzkrisen, wo das Ganze fernab von uns an den Finanzmärkten, an den Finanzplätzen stattgefunden hat und nicht in den Haushalten, nicht im täglichen Lebensraum, dann ist das sicherlich noch mal was anderes. Wir müssen also damit rechnen, dass der Markt irgendwann mal darunter leiden wird. So, aktuell geht es aber noch nach oben. Wollen wir das Ganze nicht schlecht reden? Der DAX-Index noch mal wieder gestiegen. Zwar heute im Laufe des Tages mehr oder weniger zur Seite nur, aber seit Wochenanfang schon fast 10%. Wir waren schon bei über 11% im Plus. Im Moment 10.443. Das ist durchaus ein gutes Zeichen. Und auch wenn wir uns den Dow Jones angucken, ja, dann will man da nichts Negatives sehen. Tatsächlich ist es, ich sehe das hier nochmal oder zeige das hier nochmal mit meinen kleinen Grafiken, ja sehr, sehr realistisch, dass der Kurs in diese Zonen hier reinläuft. Das ist mehr als typisch und wir können davon ausgehen, dass er das jetzt eben auch noch ein bisschen fortsetzt. Dann allerdings werden wir uns möglicherweise warm anziehen müssen. Wie gehen wir jetzt damit praktisch um? Was können wir da aktuell tun? Aus meiner Sicht, solange der Kurs wackelig nach unten geht, ist die Welt in Ordnung, ist alles Babene, können wir davon ausgehen, dass wir auch nochmal nach oben gehen, denn dazu ist die Bewegung einfach zu steil und dann wäre diese Bewegung zu flach, zu korrektiv, als dass man da maulig sein müsste. Also das hätte alle Anzeichen dafür, die wir brauchen, um nach oben eben tapfer mit dabei zu sein. Aus dieser Sicht, sage ich mal, sind wir weiterhin bullisch auch eingestellt, auch wenn wir jetzt hier so langsam aber sicher hier reinlaufen. Wenn man das Ganze nochmal so ein bisschen mit dem Maße der Wiederholung misst, also den ersten Teil des Anstieges, das Ganze jetzt hier, dann müssten wir zielmäßig ungefähr 25.200, also auch diese Fibonacci-Marke hier sogar nochmal im Plan haben. Dafür würde einiges sprechen. Ich kann es mal ein bisschen größer machen, dann kann man es auch noch sehen, also auf Tagesbasis. Ich erwarte zwar, dass es ein bisschen zeitversetzter ist, sonst müssten wir uns wirklich heute schon beeilen. Idealerweise wäre, wenn es unter dieser Linie ist, also gleiche Geschwindigkeit abwärts, gleiche hoch, also rechts davon, wäre sinnvoller. Aber irgendwo in dieser Zone, das wäre durchaus typisch. Davon können wir ausgehen, dass das nicht unrealistisch ist. Also, es sieht bullisch aus, es sieht positiv aus, schlecht reden wollen wir es nicht. Aber vorsichtig, bitte auf eine Sache achten. Nämlich, in welche Richtung sind die scharfen Bewegungen? Ich denke, das ist hier im 15-Minuten-Chart relativ klar zu erkennen. Und in welche Richtung sind die schwachen Bewegungen? Und die schwachen nutzen wir für günstigere Einstiege. Also warten wir auf irgendetwas, was in dieser Form nachher in den Markt kommt. Das geht übrigens bei ganz vielen Märkten so. Das geht auch zum Beispiel bei Crude Oil so. Da haben wir eine ähnliche Situation. Im Stundenchart beispielsweise deutlicher Anstieg, jetzt wackelig runter. Also wer noch was sucht, der kann hier in diesen Märkten möglicherweise fündig werden. Auch wenn das gegebenenfalls, wir haben es hier bei den Aktienmärkten angeguckt, vielleicht ein eher kurzlebiges Ding ist für die nächsten Tage vielleicht noch. Und dann wird wirklich neu entschieden. Und dann werden wir sehen, ob der Markt wirklich wieder aufersteht oder ob das Ganze hier eine Zwischenrallye ist, eine Bärenmarktrallye, die nachher dazu führt, dass der Markt beschleunigt doch nochmal weiter nach unten geht. In diesem Sinne für heute erstmal alles Gute. Ich hoffe, dass die aktuelle Zeit jetzt nicht traurig und schlimm für die Leute wird. Jetzt kommt Japan auch noch mit dazu, was die eingeschränkten Bewegungsfreiheiten angeht. Ich werde dazu sicherlich nochmal den einen oder anderen Videobeitrag dann auch nochmal bringen. Also für heute Nacht wird das zumindest mal erwartet, dass es dazu etwas gibt. Also das ganze Umfeld weitet sich noch weiter aus. Also der Markt generell sehr stark sicherlich in dem Einfluss, wenn man das auch hier noch nicht wirklich erkennen kann. In diesem Sinne erstmal alles Gute und liebe Grüße.